Heute möchte ich auf einige Aspekte der Komoot-Software eingehen, die ich in meinem ersten Tutorial nicht erwähnt habe. Zunächst mal gibt es hier oben links noch drei Symbole. Das eine ist hier die Seitenleiste ein- und ausblenden. Das kann man entweder tun, indem man hier mit dem Mauszeiger draufklickt, linksklick, blendet ein und aus. Oder man kann es aber auch machen, indem man auf der Tastatur die Taste H drückt. Dann wird es auch ein- und ausgeblendet. Das zweite Symbol, was wir hier oben haben, da geht es um das Höhenprofil. Ein- und ausblenden. Das sieht man dann hier unten. Wenn man wieder draufklickt, linksklickt mit der Maustaste, dann blendet man das Höhenprofil wieder aus. Das gleiche kann man auch machen, indem man auf der Tastatur die Taste P drückt. Dann wird das eingeblendet, man sieht es unten im Bild und jetzt auch wieder ausgeblendet. Als nächstes möchte ich zeigen, dass man auch unterschiedliche Aspekte oder Informationen noch aus der Karte auswählen kann oder in der Karte auswählen kann. Und dazu klicke ich hier unten links auf dieses kleine Symbol Karten und dann öffnet sich ein kleines Menü, wähle eine Karte. Man kann hier jetzt zunächst mal unterschiedliche Karten auswählen. Ich selber habe hier arbeite immer mit der Komoot-Karte. Man kann aber beispielsweise auch, wenn man hier auf mehr Karten klickt, OpenStreetMap auswählen oder OpenCycleMap. Machen wir das mal als Beispiel hier. Klicken wir mal drauf. Dann wird automatisch eine andere Karte geladen im Hintergrund. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man hier hat. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zur Komoot-Karte. Und was ich eigentlich zeigen möchte, ist hier unten Komoot Trail View. Das ist eine Funktion, die ich für sehr gut halte. Und das zeige ich jetzt gleich mal. Jetzt klickt man hier drauf. Und dann sieht man hier auf der Karte, dass so kleine grüne Punkte angezeigt werden. Ne, nicht überall, aber auf einigen Punkten. Und ich habe jetzt hier mal als Beispiel für das heutige Tutorial ausgewählt, hier wieder Heidelberger Hauptbahnhof, aber dann nur eine kurze Strecke hier zum Stadtteil Pfaffengrund. Nur mal exemplarisch, da kann man auch all diese Dinge gut sehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach nur mit den Mauszeiger auf diesen grünen Punkt schiebe, dann wird mir angezeigt, wie der Weg aussieht an dieser Stelle durch ein kleines Foto. Und das kann ich hier beispielsweise auch machen. Hier wird mir angezeigt, wenn man über die Brücke fährt, wie sieht das ungefähr aus. Und das finde ich ganz gut, um sich im Verlauf so einer Tour einen Überblick zu verschaffen, zumindest teilweise über die Wegbeschaffenheit, die man gerade fährt. Wenn ich zum Beispiel hier unten mal drauf klicke, dann sieht man hier auch, das sind Feldwege. Und es gibt aber auch Wege, beispielsweise hier unten rechts, auch Feldwege und so weiter. Und hier oben geht es beispielsweise über eine Brücke. Ne, da wird einem das auch angezeigt. Hier geht es über eine andere Brücke, da wird einem das angezeigt. Also man kann sich auf diese Art und Weise zumindest mal exemplarisch einen guten Überblick verschaffen, um was für eine Strecke es sich da gerade handelt an dieser Stelle, wie der Weg aussieht und so weiter. Also finde ich persönlich sehr gut, arbeite ich auch sehr, sehr viel mit. Das ist der sogenannte Trail View. Als nächstes möchte ich zeigen, wie man sogenannte Points of Interest, und da gibt es eine ganze Menge, die in der Karte hinterlegt sind, wie man die zunächst mal anzeigen kann und auch wie man die auswählen kann und sie auch in seine eigene Routenplanung integrieren kann, wenn man möchte. Dazu gehe ich zunächst mal wieder hier, entweder klicke ich hier links auf Seitenleiste ein- und ausblenden oder ich kann, wie gesagt, dasselbe auch hier oben tun. Oben links Seitenleiste ein- und ausblenden oder ich kann die Taste H drücken. Ich klicke jetzt mal mit der linken Maustaste hier auf diesen Pfeil. Dann taucht die Seitenleiste auf. Und jetzt, wenn ich einfach nur mit der linken Maustaste hier oben in dieses Suchfeld hineinklicke,
Dann werden mir hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen Orten auf der Karte angezeigt. Beispielsweise, ich kann mir anzeigen lassen Strände und Schwimmbäder oder wenn ich mit Kindern unterwegs bin, besonders attraktive Orte, die auch für Kinder interessant sind. Wenn es Besonderheiten in der Natur oder Landschaft gibt oder halt Sehenswürdigkeiten, Essen und Trinken, Parks, Übernachtungsmöglichkeiten, Campingplätze, Parkplätze, also eine ganze Reihe von interessanten Dingen. Was ich persönlich interessant finde oder wichtig finde zwischendrin, ist beispielsweise Essen und Trinken oder auch Parkplätze, wenn man zum Beispiel zum Startpunkt der Tour hinfahren möchte mit dem Auto und dann sagt, okay, wo gibt es da Parkplätze, wo ich das Auto hinstellen kann und wo ich dann meine Tour beginnen kann. Oder auch Bahnhöfe und Bushaltestellen ist eine interessante Sache. Und gut, Toiletten möglicherweise auch. Aber dann hier auch Geschäfte, Supermärkte beispielsweise. Oder gegebenenfalls, wenn es eine längere Tour ist, auch Fahrradreparaturläden. Ich möchte das jetzt mal exemplarisch zeigen, einfach beispielsweise hier anhand der Parkplätze. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sieht man hier überall an diesen kleinen Ps, die da angezeigt werden, wo halt Parkplätze sind, die jetzt hier in Komoot angezeigt werden. Ich vermute mal, das erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es sind zumindest mal Möglichkeiten, wo man das Auto hinstellen kann. Und beispielsweise auch jetzt Essen und Trinken ist, vermute ich mal, auch exemplarisch dargestellt. Das sieht man jetzt hier beispielsweise Messer und Gabel und so weiter. Oder auch hier, das ist Götz, Bäckereien. Und das ist alles exemplarisch dargestellt. So, und jetzt kann man auch diese sogenannten, das sind alles hier sogenannte Points of Interest, wie man im Fachjargon sagen würde. Und jetzt kann ich beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte hier so ein Restaurant, wo ich jetzt essen und trinken kann, oder auch eine Bäckerei, nehmen wir mal diese hier als Beispiel, möchte ich in meine Routenplanung mit aufnehmen oder in die Route mit aufnehmen, dann kann ich einfach wieder mit der linken Maustaste hier einfach draufklicken. Zack. Und dann bekomme ich hier wieder oben das Menü angezeigt, wo es darum geht, entweder zur Tour hinzufügen, oder sogar als neues Ziel definieren. Und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte das zur Tour hinzufügen. Klicke mit der linken Maustaste hier oben in das grüne Feld und sehe sofort, dass die Route dann auch entsprechend angepasst wurde automatisch. Ne? Der sogenannte Point of Interest, also die Bäckerei Götz, wurde hier jetzt in die Route integriert. Und Komoot hat dann automatisch auch die Streckenführung hier von A nach B entsprechend angepasst. Und jetzt kann ich natürlich wieder, wenn ich sage, okay, das gefällt mir jetzt insgesamt nicht, ich möchte jetzt da ein bisschen anders fahren, genau wie wir das beim letzten Mal gesagt hat, wie ich das beim letzten Mal gezeigt hatte. Jetzt muss ich gucken, das ist. Ja, dass ich zum Beispiel dann hier diesen Punkt. Beispielsweise ziehe ich hier runter oder dorthin und sage, ich möchte jetzt so fahren. Dann sieht man auch, dann wird automatisch, bekommt dieser Punkt eine andere Nummer. Und es geht aber auf dieser, bei dieser Art der Änderung der Streckenführung, wenn man einzelne Punkte dazufügt, geht nichts verloren. Die sogenannten Points of Interest werden halt dann nur anders nummeriert im Verlauf. Also das Verfahren hier ist wieder das gleiche. Ich kann auch dann so einen sogenannten Point of Interest wieder entfernen, indem ich dort auch wieder draufklicke mit der linken Maustaste. Und dann sehe ich hier auch das Menü mit mit der Auswahlmöglichkeit entfernen. Sage, okay, das nehme ich jetzt raus. Und dann sieht man, dann ist der Punkt, der hier vorher, der Point of Interest, der gesetzt war, ist wieder rausgenommen. Streckenführung entsprechend angepasst, dass man also nicht mehr hier oben drüber fährt, sondern halt wieder eine andere Streckenführung dann angezeigt bekommt. Also das ist eine sehr einfache Möglichkeit,
wie man das entsprechend, wie gesagt, wie man solche Points of Interest in die Routenplanung, die man durchführen möchte, in die Streckenplanung integrieren kann. Man kann auch noch, das habe ich jetzt im Moment nicht erwähnt, das ist der dritte Punkt hier oben, Entschuldigung, die sogenannte Tourlinie ein- und ausblenden. Ich persönlich brauche das nicht, aber die Möglichkeit gibt es. Das heißt, wenn man hier entweder mit der linken Maustaste drauf drückt oder auf der Tastatur die Taste M drückt, dann verschwindet die sogenannte Tourlinie. Wird dann im Moment mal nicht angezeigt. Man hat also dann nur das Kartenmaterial. Klickt man wieder drauf, sieht man die entsprechende Tour, wie sie dann auch zurückkehrt.